Hallo? Uff. Okay, da kommen wir aber nicht hin. Das heißt, da kommen wahrscheinlich auch nichts hierher. Ich sneak mal weiter, wa? Ja, wieder ein Sammelobjekt. Ich muss ja jetzt sowieso still sein, wa? Ich warte noch mal, bis der dahinter patrouilliert. Weil ich gerne gucken will, ob da noch was liegt. Okay, die sind definitiv alle blind. Ein seltsamer Brief. Na klar, komm, den lesen wir. Ich dachte, ich nehme die Dose auf, die da steht, wegen was zu essen, aber gut, wir lesen lieber den seltsamen Brief. Ich höre Geflüster über die Familie Williams und die Sünden, die sie begangen hat. Es gibt so viele Hinweise darauf, dass die Williams keine ehrlichen Menschen sind. Der Anführer dieser kriminellen Bande, Jebediah Williams, ist das Oberhaupt der Familie Williams. Sie sind weit mehr als nur einfache Fischer mit langen Fingern. Das Ganze ist ungewöhnlich und sehr verdächtig. Ich bin mir sicher, dass Sie schuld sind an dem verschollenen Schiffen der vergangenen Jahre bei Skier Island. Die armen verlorenen Seelen an Bord dieser Schiffe, geopfert für den schnöden Mammon. Ich bin auf ihrer Insel verborgen und werde die Wahrheit herausfinden. An den Gerüchten muss etwas muss etwas dran sein. Wo kein Feuer, da kein Rauch. Die Williams-Familie ist eine Bande von Schmugglern, Dieben und Mördern. Ich werde sie entblößen, damit die guten Menschen die Wahrheit wieder erfahren. Ja, deine Fresse, Digga. Ich glaube, hier gibt's nichts mehr, Leute. Ich gehe mal weiter. Ey, wie der 10 Sekunden die Luft anhalten kann. Ich kann locker eine Minute die Luft anhalten. Da wäre das Spiel viel einfacher. Bin ich ehrlich. Der stinken seine Hände oder was? Hat die mit Nikotin? Nikotin sage ich schon. Jetzt fällt mir der Name nicht mehr ein. Heiliger Strohsack. Hier Narkose, hier Dings, hier. Ihr wisst, was ich meine. Fällt mir gerade nicht ein. Ja, gut. Okay, ich verstehe es nicht. Warum von dem Feuer? Warum bist du am Husten? Und hier ist ja sonst nichts, ne? Der kann ja ruhig husten, ist mir doch scheißegal. Die Hunde fangen an zu bellen, ist das gut? Oh shit, da ist ein Hund. Kommt jetzt rüber. Warte mal, ich guck mal ganz kurz. Achso, wir haben keine Karte.
Kommt jetzt hier rum? Der ist gerade da. Ach du Scheiße. Da ist er wieder, ne? Ne, das ist Qualm. Okay, wir können... Ich weiß nicht, ob wir hier lang gehen können. Guck mal eben. Aber ich glaube, hier geht es nicht mehr weiter. Nee. Okay, der Hund, der wird wahrscheinlich nochmal Bestandteil dieses Runs hier. Ah, warte mal, der geht ein paar, einen Kreis, oder? Der geht im Kreis, glaube ich, oder? Egal, komm, wir müssen hier lang. Okay, Feuer und Partikel, da müssen wir aufpassen. Boah, du musst ja bei dem Spiel dir voll merken, bei was du alles deine Luft anhalten musst. Wahrscheinlich, wenn ein Gegner kommt, der lässt einen fahren, dann musst du auch noch deine Hand davor halten. Muss ich das ja auch noch Comedian als Gegner haben, weißt du, die erzählen Witze, musst du auch noch deine Hand vor dem Mund halten. Was haben wir denn hier? Ah, Prudence. Prudence Williams, Leute. Ist aber cool gemacht, muss ich sagen. Ist aber verdammt gut gemacht. Jetzt ist das dein Scheißernst. Wie dumm bist du überhaupt? Alleine stirbt er. Ich kann nichts dagegen machen. Der Dude verreckt. Ohne meine Kontrolle. Können wir das mitnehmen? Nee, schade. Ich denke mal, wir haben jetzt wieder ein bisschen Auszeit hier von irgendwelchen Monstern. Liebe Brüder und Schwestern, der Hohe Rat der Stillen lädt euch dazu ein, der Kraft des Leidens aus unserer Quelle zu lauschen. Gemeinsam werden wir die wahre Macht erlangen. Bringt unbedingt neue Opfergaben aus Fleisch und Knochen mit, um die innere Schwäche zu opfern und euch ins, im Ritual der Wiedergeburt anzuschließen. Vergesst eure stillen Gewänder nicht, um euch von den Geopferten abzuschirmen. Unsere geliebte Stille, Jüngerin Prudence, hat sich bereit erklärt, als Priesterin zu fungieren. Das ist eine große Ehre für uns alle. Sie wird bei den nächsten Versammlungen der Brüder und Schwestern salbungsvoll ihre neue Position einnehmen. In stiller Reverenz Jebediah Williams. Okay, aber warte mal, dann heißt das doch, dass hier diese Williams-Leute, also hier lebt ja einer, wahrscheinlich ist sogar der die beobachtet hat und über die geschrieben hat, der gerade noch am Leben war, den es jetzt zermatscht hat eventuell, falls er überhaupt tot ist, aber ich denke mal, der ist tot. Vielleicht war das der sogar. Und die Leute hier, die haben das zwar eröffnet, aber das Hotel wurde nur eröffnet, um Leute ranzulocken, um hier mit ihren komischen Scheinscheiße hier, weißt du, mit ihren Sektenkack irgendwas durchzustarten. Scheiße. Dann haben die wahrscheinlich... Ist jetzt meine Vermutung. Einfach das Böse herbeibeschworen mit ihrem kranken Scheiß.
Immer noch keine Karte. Ja, und jetzt sind wir hier, wo wir hier gerade sind, ne? Ah, perfekt. The safe room. Du. 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 Okay. That's all well and good you saying that. But I don't see why I shall need your assistance. I like it less than you. I have other jobs need attending. But your father insisted. Make sure she practices. She must be ready. His very words. Be ready for what? This here contraption is spinning. So go on with you. Start your singing. He said be ready for what? Well, well, how should I fucking know my brother's mind? Fucking hell, lass. Are you bloody well gonna sing or what? Fine, then. Okay, jetzt ergänzen wir das Ganze noch. Sie hat unschuldigerweise, wurde sie als Instrument benutzt, mit ihrer gesanglichen Stimme dieses, was ja auch immer passiert ist, herbeizubeschwören. Aber zugleich ist sie auch die Waffe dagegen. Das Ganze funktioniert ja alles über Musik. Meine aktuelle Theory. Wir haben nur noch keine Karte, ne? Nö, Spiel ist ja auch ehrenlos, ganz ehrlich. Ja, meine Maus ist immer öfters weg. Da scheint es weiter zu gehen, das heißt, wir gehen erstmal hier rein. In diesen schönen 1x1-Raum. Oh! Oh! Okay, da ist eine Leiter drin. Vielleicht kommen wir darüber bald raus. Müssen wir bestimmt noch... Oha. Okay, da komme ich aber nicht weiter. Da geht es, glaube ich, weiter, oder? Da, wo es keine Monster gibt, kannst du rennen. Okay. Dass wir hier husten, ist nicht gut, ne? So, 3. Februar 1874. In der vergangenen Nacht hat der Sturm des Jahrhunderts die Insel gebeutelt. Die Männer berichteten von einem Schiff, das sie vor der Küste gesehen haben wollen. Vater hat angeordnet, dass wir das Leuchtturmfeuer ausmachen. Die Männer haben auf Befehl meines Vaters die Überreste des Schiffes in der Höhle unterhalb von Skier Point getragen. Wir haben geborgen, was wir konnten. Alles Wertvolle und vor allem den Inhalt des Laderaums. 11. Februar 1874. Wir haben etwas im Wrack entdeckt, verborgen im Laderaum. Etwas, was ich bisher noch nie gesehen habe. Es ist am Leben und in einem wirklich jämmerlichen Zustand. Vater ist der Meinung, dass die Kreatur zum Glück so geschwächt ist, dass sie versucht zu singen. Beim Ausräumen des Laderaumes haben einige der Männer angefangen, sich in der Gegenwart dieser Kreatur seltsam zu verhalten. Der Gesang scheint selbst in dieser abgeschwächten Form eine merkwürdige Wirkung zu entfalten. Ich finde das faszinierend und muss mir Notizen dazu machen. Vater scheint besorgt zu sein. Das habe ich aber schnell gescrollt. Ach da. Mehr und mehr bringe ich über diese geistlose Kreatur in Erfahrung. Offenbar lockt sie mit ihrem Gesang ihre Beute an, um sie dann zu verschlingen. So überlebt sie. Vater fängt langsam an, das Potenzial dieser Kreatur zu erkennen, was wir mit dieser tödlichen Fähigkeit alles machen können, wenn wir sie nur irgendwie unter Kontrolle brächten. 15. Februar 1874. Vater hat damit begonnen, die Kreatur auf Skier Point einzusetzen. Sie ist an den Leuchtturm gekettet und lockt Schiffe an. Damit können wir unsere Einnahmen aus den Schiffbrüchen erhöhen. Aber ich habe weitere Pläne,
wie wir die Kreatur dieses Gesanges weiter nutzen können. Mit der Hilfe meiner geliebten Prudence. Punkt. Es wird einige Zeit in Anspruch nehmen, die Idee meinem Vater vorzustellen und seinen Segen dafür zu erhalten. Isaac Williams, oha. Das heißt, es gibt eine Kreatur, von der die das gelernt haben. Die haben quasi den Gesang studiert und die Prudence übt, dass Ton genau sie auch so singen kann, um die Kreatur zu ersetzen. Oha, Isaac Williams. Kranker Bastard, Alter. Was für eine geliebte Prudence. Am Arsch geliebt, wenn du sowas machst, Digga. Am Arsch geliebt. Ich komm nicht ran. Komm ich nicht ran, Leute. Tut mir leid. Sammelobjekte sind ab jetzt gestorben. Oh. Ich drück einfach mal irgendwas. Ist nicht laut, Quatsch. Ich habe gelesen, das macht gar keine Geräusche. Ich höre es ja selber gar nicht. Ich bin leicht verwirrt, muss ich zugeben. Da hinten ist ja eine Leiter, ne? Theoretisch müssten wir... Ne, theoretisch müssten wir da aber irgendwie hinkommen können. Wahrscheinlich über diesen Leiterraum, aber dafür bräuchten wir erstmal die Leiter. Das ist so dumm mit den Sammelobjekten, ganz ehrlich. Wir werden hier irgendwann gleich eine Leiter finden. Ich sag mal so, was jetzt passieren wird, meines Erachtens nach. Wir werden bald irgendwann eine Leiter finden. Das heißt, wir müssten alles komplett zurücklaufen, um dann da die Leiter zu platzieren. Damit wir da hochkommen, müssen wir dann hinten durch den Schacht krabbeln, um da reinzukommen. Dann müssen wir den ganzen Weg wieder hier zurücklaufen. Nö, ganz ehrlich, Sammelobjekte am Arsch. Am Arsch. Patrouilliert ihr jetzt nur da lang? La 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 la. Okay, dann geht ihr wieder zurück, ne? Hier ist aber noch irgendwo was. Fuck, hier ist irgendwo noch ein zweiter, glaube ich. Ah. Irgendwo ist gut. Er ist direkt hier nebenan. Ist der Nachbar. Wir nennen ihn jetzt Jezebel. Echt jetzt? Das ist äußerst dumm. Atemkünstler, der Dude. Okay, da hätten wir gar nicht reingedurft. Schwierig. Der patrouilliert nur da und der andere steht anscheinend nur da rum, ne? Der steht anscheinend nur da rum. Ach du Scheiße, Digga. Ich bin weg. Das interessiert niemand. Vielleicht auch noch. Bleiben die jetzt da hinten?
gehen jetzt wieder an ihren Platz, ne? Keine Ahnung, ob ich da jetzt noch hin muss. Ich hoffe mal nicht. Ich mache einfach nebenbei so ein paar Sachen, ne? Jetzt patrouilliert er hierher. Das kann doch jetzt nicht sein. Das hat er doch vorher nicht gemacht. Ist das jetzt einer mehr? Nee, ne? Aber wobei, wenn er jetzt sein patrouilliert, können wir da mal gucken, ob der dort irgendwas hat, ne? Ich weiß nicht, ob wir da hinten noch hin müssen. Das ist eine sehr gute Frage. Ist da noch einer oder was ist das? Oh, fuck! Da geht's ja gar nicht lang, wo sind wir da hin? Für was bin ich jetzt da hin? Die haben... Ich warte jetzt, bis er da hingegangen ist. Oder hatten wir gerade Geräusche gemacht und... Ja, ich weiß nicht. Jetzt geht der da hinten hin, Digga.